Was hast du schon aus dir rausgeholt? Was schlummert noch in dir? Gibst du dich mit dem Status quo zufrieden oder möchtest du dich strecken und der Beste zu werden, der du sein kannst? Wie viele Menschen, die sie kennenlernen, wie viele haben sich mit dem Durchschnitt abgefunden? Oder was denken Sie in Deutschland, wie viele Menschen haben sich mit dem Durchschnitt abgefunden? Es ist im Kern ist es so, dass die Summe der Ausreden so lang gewachsen ist, bis man sich mit dem zufrieden gibt. Und dann höre ich ja die Geschichten, die ja diese Ausrede manifestieren, und dann wird sich die Bestätigung geholt und man hält sich in der Masse auf und holt sich die Bestätigung, dass es eben so ist. Und es gibt ganz wenig Leute, die bereit sind, die Welt des Durchschnitts zu verlassen, um sich den Ausreden zu stellen, die sie sich selber immer wieder zu sagen, um zu sehen, was über der Wolkendecke ist. Und deswegen bleiben meisten unter der Decke und bestätigen sich gegenseitig. Und das ist ja immer das Problem, wenn wir dann anders werden und anders sind, dann guckt man immer und will die Leute wieder zurückzerren in den Durchschnitt. Und dann will man ja sagen, nein, nein, ich will da nicht hin. Deswegen muss man, wenn man wirklich aufsteigt, sich auch mal ein bisschen rausnehmen in die Einsamkeit. Das heißt nicht, dass man da bleibt, aber dann sich wieder vernetzt. Wenn sie dann oben sind, werden sie respektiert. Wenn sie hoch wollen, dann werden sie etwas schief angeguckt. Zuerst wirst du gefragt, warum du das machst. Und später wirst du gefragt, wie du das gemacht hast. Resilienz ist ja eine psychische Widerstandsfähigkeit. Also wenn wir es aus der Forschung ganz einfach definieren, heißt das, dass ich emotional in eine Schieflage komme durch Themen, die an mich herangetragen werden, und dass ich dieses Dilemma überwinde. Das heißt, ich habe noch keine Emotion, damit klarzukommen, und lerne emotional, das zu überwinden. Wenn ein Verkäufer eine Ablehnung bekommt, ne? Wenn ich mich voll öffne, tut jede Ablehnung weh. Und einer sagt, ich mache eine Ablehnung, ist ja nicht aus, der strengt sich nicht an. Wie lange dauert es, bis ich diese Ablehnung überwinde? Einer wird dann wochenlang nörgelig sein, ein Profi macht 21, 22, 23, bah, weg. Aber er leidet. Und dieses wieder in diese Ausgangsform zurückkommend, dieses Überwindende, das nennen wir Resilienz. Das heißt, ich werde mit einem emotionalen Thema, schwierigen konfrontiert, Tod, Krankheit, verlassen werden, enttäuscht werden, die ganzen Sachen, die betrogen werden, und nimmt diese Emotion an, nicht wegdrücken, weil sonst geht sie nach unten und fummelt dann von unten rein, überwindet sie und wird mehr. Das ist Resilienz. Wirklich in allem versuchen, der Beste zu werden, der man sein kann. Nicht zu übertrumpfen, sondern wie so ein Diamant, den zum Leuchten zu bringen. Ich finde es wunderbar.